Droht im Winter ein Blackout in Deutschland? Wir rechnen nicht mit einem Blackout. In Stresstests haben wir mehrere Szenarien analysiert. Selbst im schlimmsten der untersuchten Fälle droht kein Blackout. Ein Blackout bezeichnet den unkontrollierten Zusammenbruch des Stromnetzes in Europa. Um das zu verhindern, haben wir als Übertragungsnetzbetreiber zahlreiche Tools. Was passiert eigentlich, wenn in ganz Deutschland oder in einer bestimmten Region nicht ausreichend Strom zur Verfügung steht, um den erwarteten Verbrauch, also die Last, zu decken? Dann greifen wir zunächst auf Reservekraftwerke im Inland zurück. Außerdem können unsere Nachbarländer kurzfristig aushelfen. Reichen alle Maßnahmen nicht aus, um das Netz stabil zu halten, bleibt als letztes Mittel die kontrollierte Lastabschaltung, um einen Blackout zu verhindern. Das ist eine kontrollierte, regional und zeitlich begrenzte Unterbrechung der Stromversorgung. Doch wer ist davon betroffen? Die gezielte Trennung vom Stromnetz erfolgt diskriminierungsfrei. Das heißt, alle werden gleich behandelt, egal ob Industrie, Gewerbe oder Privathaushalte. Nach wenigen Stunden ist die Situation entschärft. Dann fließt der Strom wieder für alle. Mit einem Blackout muss also niemand rechnen. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer kurzzeitigen Einschränkung.